Hallo Leute, heute mein Unboxing A&K. Software.zone hat ja schon länger A&K Modelle im Shop, aber wir haben bis jetzt noch kein Video dazu gemacht und haben uns jetzt mal entschieden, mal ein Modell zu präsentieren. Und zwar haben wir uns die Masada vorgenommen. Die Masada gibt es in verschiedenen Ausführungen. Wir haben hier die Masada B, also eigentlich die Standardvariante. Es gibt noch eine Sniper-Variante und eine ziemlich kurze Variante. Wie gesagt, das hier ist die Standardvariante. Wir haben jetzt hier schon mal eine Optik drauf vormontiert. Zur Waffe selber, mal zu den technischen Daten. Wir haben hier eine Metall- und Polymerbauweise. Das heißt, wir haben einen Outer Barrel komplett in Metall, wir haben Flashhider in Metall, die ganze Gasabnahme, das ganze System ist in Metall. Dann haben wir hier vorne einen Kunststoff-Handguard. Der hat also hier auch Blocksystem. Dann haben wir hier oben eine durchgehende Metallrail. Wir haben einen Upper Aluminium Receiver. Wir haben einen kompletten Polymer-Schaft hinten, der in der Tiefe verstellbar ist. Und der hier auch klappbar ist. So, wir haben bei der Waffe jetzt hier im zusammengeklappten Zustand ist die Gesamtlänge 665 mm. In der normalen zusammengefahrenen Variante haben wir 830 und komplett ausgefahren ist die 905 mm. Die gesamte Waffe hat ein Gewicht von 2950 Gramm, ist also auch schon ein ganz gutes Gewicht, liegt sehr gut in der Hand. Wir haben hier oben einen funktionierenden Bolt Catch. Da sitzt jetzt auch das Hop-Up drin. Ihr seht hier schon, das Hop-Up hat jetzt nicht hier dieses Drum-Design, sondern das Hop-Up ist ähnlich wie bei der AK über einen Schieberegler und lässt sich hier jetzt wieder entriegeln. Der Hebel dafür ist auch aus Aluminium. Wir haben eine beidseitige Nutzung hier, also Links- oder Rechtshänder. Die Waffe, wenn ich sie zuklappe, hat jetzt hier keinen Halter in irgendeiner Form, sitzt aber relativ fest. Was mir an der Waffe unheimlich gut gefällt, ist halt, dass sie auch eine sehr schöne Länge hat. Ich ziehe sie jetzt hier mal ein bisschen aus. Liegt also unheimlich gut, finde ich, in der Hand. Und sieht eben auch von der Optik her sehr stylisch aus. Ja, von der Verarbeitung her kann ich sagen, bei A&K, wir haben also sehr gute Passgenauigkeit. Also der Upper und Lower Receiver sitzen wirklich fast ohne Spaltmaß aufeinander. Auch jetzt hier der Hebel ist ein bisschen Spiel drin. Ne, man hört das schon. Da klackert jetzt noch nichts Großartiges. Ich habe schon in anderen Videos mal gesehen, da hat dieser Hebel hier ein bisschen Lärm gemacht. Ist jetzt bei dem Modell nicht. Vielleicht haben sie es nachgearbeitet. Ich drehe jetzt hier einfach mal rum. Dann haben wir hier nochmal A&K Seriennummer. Hier haben wir beidseitig auch Magazinauswurf. Hier ist ein Slinghalter. Hier ist ein Slinghalter, alle mit Metall eingesetzt. Und dann gibt es hier noch eine, ich ziehe die mal nach hinten, das geht ein bisschen schwer. Dann kann ich die hochklappen und nach vorne einrasten. Aber wie gesagt, das geht ein bisschen schwer, weil es hier nur über diesen Kunststoffbolzen hier hinten geht. Ne? Aber den stellt man in der Regel, wenn, nur einmal ein. So, vom Schussbild her versuchen wir jetzt gleich mal, wir haben wieder ca. 30 Meter aufgebaut. Wollen wir einfach mal schauen, wie die Waffe sich schießt auf die Entfernung. Wir schießen die auch mit dem beiden High Cap, ne? Damit wir mal sehen, wie das jetzt auch hier feedet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich zum Schusstest. So, dann wollen wir jetzt mit der Masada mal einen Schusstest machen auf 30 Meter. Ich habe die jetzt auf das Ziel für nur hier ein bisschen eingeschossen, jetzt mal auf die Schnelle. Und dann gucken wir einfach mal, wie die Schüsse damit liegen. So. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Also Trefferbild war sehr gut damit, auch jetzt mit der Optik oben drauf. Und also mir gefällt die sehr gut. Ich finde die von der Haptik super, ich finde die qualitativ echt richtig gut. Finde ich, gibt es wirklich eigentlich wenig dran zu bemängeln. Schaut mal in unseren Shop, die haben wir jetzt drin, ist bestellbar auf 0,5 Joule und wir würden uns freuen, wenn sie ein paar Freunde findet.